Ja, hallo, mal zusammen. Schon mit den nächsten Präparationen angefangen, wo wir hier werden ein bisschen weiterführen. Ich weiß nicht, ein bisschen, was ich bis jetzt hier präpariert habe. Da könnt ihr hier gucken. Ich habe schon hier mein Grandbrunnen abgesetzt mit Butternut. Ich habe die auch schon ausgedrängt, weil die werden wir hier aufpassieren. Hier. Und da werden wir hier die Stampf, ich meine so ein Stampf, fertig als Püree mit ein bisschen guter Lützebäuer Butter dran, ein bisschen Milch mit dran, Salz, Pfeffer, ein bisschen Muskat. Ich habe auch ein bisschen an die Cuisson von der Grandbrunnen nach vom Butternut ein bisschen Kurkuma dran gemäht, ja, für noch ein bisschen mehr ein gel Farbe zu kriegen. Ich habe einfach immens gerne Kurkuma. Da sehen wir hier haben die so lose weit fertig. Das gibt Duxelles de Champignon. Da habe ich einfach nur hier an der Pan Schalotten ciseliert, am Butter angedämmt, Champignons wieder geschnitten, dabei gemäht, ein bisschen undämpfen gelöst, aufgelöscht mit ein bisschen Rahm, Salz und Pfeffer dran und dann geht das lös ankochen gelöst. Da könnt ihr nachher noch einen guten Löffel von dem Foie Gras hier dran, ja? Einen guten Foie Gras de Canard. Den machen wir nachher an die Duxelles mit dran. Da gibt es einen aufgebundenen Remenkeier mit zwei Eigel und ich mache noch hier ein bisschen Paneermehl dran, dass sie ein bisschen mehr fest geht, dass sie halt nur das aus dem Cordon Bleu raus könnte. Dann habe ich schon vier gekocht, wo ich gesagt habe, die Creme de Brocoli, die wir als Sauce dabei machen, einfach nur noch ein Schalot gedämmt an Butter und dann hier den Brokkoli ganz an Rosetten so dran. Ich habe noch hier den ein bisschen vom, der wird da noch hier gesehen, guckt ein bisschen vom Stiel von den, guckt hier den Stiel, den hatte ich auch ein bisschen, das ist auch zart, das kann ich ruhig mal dran machen an den Brokkoli. Und hier einfach ein bisschen undämpfen gelöst, Salz, Pfeffer dran, ein bisschen Milch mit Milch abgeschottet und dann schön lös ankochen gelöst und das geht dann halt noch gut. Hier durch den Blender geht das gut durchgemixt, da kriegen wir hier wie so Kuli, wie so ein Sauce mit dem Brokkoli. Dann Peinerschen hier, Hühnerschenke, ja, wir hatten hier die langen Haricot-Largen, Hühnerschenke, zwei geschnitten, lange Streifen, die sind noch schon ganz kurz aufblanchiert, gehen gut knackig. Dann am eiskalten Wasser direkt aufgeschreckt, dass sie schön grün bleiben. Ich mache hier noch eine Nuss Butter mit drauf. Und da filmen wir statt mit Papierfilm zu. Und da können wir die hier noch einfach nur kurz am Mikrowell ganz kurz ein bisschen warm machen, dann ist die fertig für den Dressage. So, ich führe von meinem Teil hier sind Cordon Bleu. Da habe ich einfach nur, wie gesagt, blonde Volaille geholt, ganz leicht geklappt, also abgeschnitten, da ganz leicht geklappt. Ich habe hier oben die Serrano Ham gelöst, die Reis Serrano Ham. Und dann, wie gesagt, von dat wenn ich schon fertig bin mit dem Clip, dann gehe ich das dort ans Duxelles gut durchmixen. Schön rein, mit dem Foie Gras dran, zwei Eigel mit drauf aufzubauen und ein bisschen Chapelure. Und dann mache ich, fülle ich die Cordon Bleu, wo ich hier durch die Mitte mein Duxelles mache. Und dann rolle ich die zusammen. Dann normal paniert mit einem ganzen E. Mehl und Paneermehl und dann gut an der Pan und Butter ausgebacken, gut knusprig. Ja? Und ich habe auch noch schon über Houseparty, das ist eine Applikation, die wir uns aufgeladen haben, mit Pascal geschwätzt. Über Videokonferenz ein bisschen mit ihm geschwätzt. Der Pascal möchte, der schaut einen kleinen Entree, das gibt einen kleinen, so wie so ein Cake, wie so ein Kuchen. Mit einer Guacamole dabei von Avocat und Krevetten. Und das gibt ein kleines Entree. Und dann möchte ich einen Rôti de Bœuf mit Thymian. Guckt nach, was ein Dauphin gemäß dabei möchte. Es kommt eine Sauce dabei. Und dann setzen wir das schön zusammen und dann kriegt er das darüber geschickt. Ja. Ich mache noch ein bisschen weiter. Und dann sehen wir uns am letzten Teil rum, wo wir dann den Finissage machen, respektive den Dressage, wie immer. Ist so, und ich vielmals merci und bis hallo, ciao, ciao, ciao.